Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Die Kirche in den Mittelpunkt einer kleinen Wanderung zu stellen, ist eine der vielen guten Ideen, die das Kirchendorf Vilsen in den letzten Jahren entwickelt hat. Vor allem sollen die traditionellen regionalen Sorten eine neue Zukunft erhalten. Der Weg hinauf auf die Höhe wird mit einigen Kostproben frisch vom Baum versüßt und bietet einmalige Ausblicke auf die weltberühmte Kulturlandschaft des Mittelrheintals. Aber auch das waren dann so Einzelbäume. Start ist an einer weiteren guten Idee, dem Dorfladen. Die Verwaltung schätzt das Engagement der Vilsener Ortsgemeinde. Gerade für Vilsen ist die Kirche von besonderer Bedeutung. Hier gab es früher großen Kirschanbau, auch mit alten Sorten. Und die Idee war einfach, im Rahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Welterbe und der Ortsgemeinde und dem Verein, diese Kirche sozusagen wieder zu neuem Ruhm zu verhelfen. Da haben sich viele sehr verdient gemacht und auch dieser Kirschlehrpfad ist ein tolles Produkt. Mit Kirschprodukten gestärkt geht's kurz durch den Ort und dann zu den Kirschwiesen oberhalb von Vilsen. Ins Mittelalter datiert die erste urkundliche Erwähnung des Kirschenanbaus im Rheintal. Zu dieser Zeit betrieb man einen Kirschenanbau, teilweise mit unglaublich hohem Aufwand, dem König zuliebe. Dann haben die in diesen Gärten, die kennen Sie ja vielleicht, haben sie so Mauergärten gemacht und davor haben sie im Winter Glas gebaut. Und darunter waren dann die Kirschbäume, das waren die sogenannten Talutgärten. Und da hat man dann schon im Januar Kirschen geerntet. Das waren nicht viele, können Sie sich vorstellen, das reicht ja auch dem König an einem Tag mal 20 Kirschen auf den Teller zu bringen. Das war schon der Erfolg für die ganze Dienerschaft. Und diese Kirschen wurden gehegt und gepflegt und poliert und wurden dann drapiert, so wie man das so manche alte Gemälde sieht man ja, wie voll diese Tische waren. Da waren aber wirklich hunderte Leute beschäftigt, das war eine Vollbeschäftigung wahrscheinlich. Aber daher kam das Kirschen für die Könige, das war das Besondere. Ob die Perle von Vilsen, die Spanische vom Mittelrhein oder die Geisepitter, alle Sorten haben ihren eigenen Charakter. Und das Beste, alle können ausgiebig probiert werden. Sie wird noch schwärzer und die kommt aus dem Raum Spey, Brei, die ganze Ecke da hinten. Siebenborn, wo tiefgründige Böden sind, die brauchen etwas besseren Boden. Das Klima hier, ganz wichtig, dieselbe Sorte in Norddeutschland angebaut, schmeckt wirklich anders. Das ist die Dimitzer. Die kann bis zu 4 Wochen am Baum hängen. Also für Privatgebrauch eine super Kirsche, zum Kuchenbacken hervorragend, aber wie gesagt auch für Gerichte wunderbar. Und das Besondere ist bei der Dimitzer, die hängt total fest, man sehen das schon. Das ist ein helles Fleisch. Dazu gibt es Hochinteressantes aus der Geschichte der Vilsener Kirche. Hochprozentiges kommt später. Das war hier in Vilsen so, dass bis Anfang der 30er Jahre jeden Tag ein Kirschenmarkt war. Und zwar unten am Rhein, da wo die Bundesstraße heute ist. Die Kirschbauern haben ihre Kirschen in solche Mannen gepflückt. Die waren innen mit Tüchern ausgeschlagen. Und dann wurden die vollreifen Kirschen dort zum Markt geschleppt. Und dann hat in den 30er Jahren Josef Nengel, ein alter Schreinermeister, später Ehrenbürger von Vilsen, sich Gedanken gemacht, wie kannst du qualitätsschonend den Bauern einen Karren fabrizieren und herstellen. Und dann hat er dieses Konstrukt gemacht. Zuerst mit alten Fahrradreifen, ja, in der schlechten Zeit. Und dann hat er hier entwickelt so kleine Mopedreifen. Und die Sensation schlechthin am Mittelrhein. Geht es aber nur in Vilsen. Die Welt der Kirche war damals noch in Ordnung. Die Welt der Wirtschaft aber spielte auch damals schon nach härteren Regeln. Und die haben dann mit den Obstbauern gefeilscht. Die haben die teilweise massiv unter Druck gesetzt, in der Form, dass man dann so eine künstliche Nachfrage auf dem Markt angeblich vorgegeben und vorgegaukelt hat. Man hat die also im Preis gedrückt. Aber es gibt auch Geschichten, die von einer noch ganz heilen Welt erzählen. Und er war dann manchmal mit dem Koffer nach Popper zur Volksbank und hat dort mehr als 200.000 Mark abgehoben und ist mit dem Koffer seelenruhig heimgegangen und abends dann ohne ins alte Tor und hat sich da mit seinem Koffer hingesetzt und hat dann 300 Mark und 700 Mark ausgezahlt. Das Beste kommt wie immer am Schluss. Herrliche Produkte aus der Mittelrheinkirche, darunter auch etwas Hochprozentiges. An der in viel Eigenarbeit entstandenen Grillhütte geht eine wunderschöne Wanderung zu Ende. Die Kirche wird wohl jeder jetzt mit anderen Augen sehen.
Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.